Wer wäre nicht skeptisch, wenn jemand behauptet, er habe ein ganzes Wochenende mit Gott verbracht? Noch dazu in einer Hütte. Und nicht nur in irgendeiner Hütte. Es war genau die Hütte. Was ich Ihnen gleich erzählen möchte, klingt ein wenig... Naja, es klingt sogar ausgesprochen fantastisch. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht wahr wäre. Mac wurde im Mittleren Westen geboren. In eine Familie mit irischen Wurzeln. Auf einer Farm, wo es viel Arbeit gab und strenge Regeln. Nein! Sieh mich an! Sieh mich an! Pass auf, du! Es tut weh! Sein Vater war im Gemeinderat aktiv. Was läufst du so, Mac? Und er trank. Besonders wenn der Regen ausblieb oder wenn er zu früh einsetzte. Und auch in der Zwischenzeit. Mac, ich habe gerade einen Apfelkuchen gebacken. Komm und iss ein Stück. Nein, danke. Das war keine Frage. Hier, bitteschön. Danke. Mhm. Sieh mich an, mein Kleiner. Väter dürfen sowas ihren Kindern nicht antun. Das ist keine Liebe. Verstehst du das? Was soll ich nur tun? Sprich zu Gott. Der hört dir immer zu. Singt mit mir! Und jene, die das Bedürfnis verspüren, kommen nach vorne zum Altar. An diesem Sonntag, als der Pfarrer zum Altar rief, wusste er, dass er nicht mehr schweigen durfte. Es tut mir leid. Ist schon alles gut. Sag ihm einfach, was dir so leid tut. Ich schaff's nicht, dass er damit aufhört. Ich versuch's ja, aber wenn er trinkt, schlägt er meine Mom. Ich versuch sie zu beschützen, aber ich kann's nicht. Warum zwingst du mich dazu, Junge? Warum beschämst du mich vor der ganzen Gemeinde? Sag es! Seid gehorsam euren Eltern in allen Dingen, denn das ist dem Herrn gefällig. Lauter! Kolosser 3,20. Ihr Kinder, seid euren Eltern gehorsam in allen Dingen, denn das ist dem Herrn gefällig. Er schlug ihn bis spät in die Nacht hinein. Über das, was danach geschah, spricht Mac nicht gern. Ich hoffe, du kannst mir eines Tages vergeben. Wenn der Schmerz zu groß wird, kann er uns auf Irrwege führen. Und lässt uns das Undenkbare tun. Mit 13 Jahren ist man noch viel zu jung, um wie ein Erwachsener zu handeln. Die Geheimnisse, die wir in uns verschließen, finden immer wieder ihren Weg an die Oberfläche. Alles ist gut. Mac und Nan sind seit 18, zumeist glücklichen Jahren, verheiratet. Sie ist der Kitt, der die Familie zusammenhält. Falls wir es schaffen sollten, in den nächsten 3 Minuten hier wegzukommen, sind wir vielleicht doch noch pünktlich. Kinder! Missy, halt doch mal kurz still. Bleib stehen! Okay. George! Ach, egal, vergiss es. George!
Bist du fertig? Ja, wieso? Oh, nein, irgendwas stimmt nicht mit Josh. Er hat sich die Haare gekämmt und riecht gut. Er will Ellie Taylor beeindrucken. Nein, will ich nicht. Doch, willst du? Wer ist Ellie? Ist mir egal, wer sie ist. Wenn sie dafür sorgt, dass wir pünktlich ankommen, hat sie meinen Segen. Wenn Gott immer bei uns ist, wieso macht es ihm was aus, wenn wir zu spät zur Kirche kommen? Ja, da hat sie recht. Ja. Gott, ist es wichtig? Weil es deiner Mom wichtig ist. Okay, kommt schon. Netter Versuch, meine Süße. Guten Morgen. Na los jetzt. Hallo. Hi. Mac, hast du gestern Abend das Spiel gesehen? Seit wann bin ich der Herr über die Fernbedienung? Ja, eines Tages wirst du es wieder sein. Das Verrückte ist, allmählich gefallen mir ihre Sendung. Ich habe Mac vor 10 Jahren in der Kirche kennengelernt. Damals war ihm Gott nicht so vertraut, wie er es für Nen war. Seine Beziehung zu Gott war weit. Nens hingegen war tief. Sie nannte Gott Papa und redete mit ihm wie mit einem alten Freund. Damit hatte Meg nie etwas anfangen können. Trotzdem gelang es ihnen gemeinsam, so etwas wie ein gutes Leben zu führen. Aber all das änderte sich von einem Augenblick auf den anderen, als die große Traurigkeit ungebeten einkehrte. Nein, Schatz, fahr jetzt besser nicht los, es ist zu gefährlich. So ein Wetter habe ich noch nie erlebt. Ja, natürlich, ich komme schon klar. Es ist noch was im Kühlschrank, das kann ich mir aufwärmen. Ich glaube, ich bin bloß etwas müde. Ah, ich werde noch die Auffahrt räumen, bevor es dunkel wird. Ruf mich morgen früh wieder an. Ja, du auch. So einen Schneesturm hatten wir seit 30 Jahren nicht mehr. Gut, dass Nan mit den Kindern jetzt nicht fahren muss. Brauchst du vielleicht Hilfe? Ich hol meine Schaufel und dann sind wir ruckzuck fertig. Ich schaff das schon. Ich brauch nicht mehr lang. Danke fürs Benzin. Wenn du willst, kannst du bei uns essen. Maggie hat überbackenes Hühnchen gemacht. Nein, danke. Nan hat für mich was im Kühlschrank gelassen. Vielleicht nächstes Mal. Alles klar. Danke. Schon gut. Mackenzie, es ist eine Weile her. Ich vermisse dich. Ich bin am nächsten Wochenende bei der Hütte, wenn du mich treffen möchtest. Papa. Thank you.
haben nicht genug Platz. Hey, das solltest du irgendwo verstauen, wo du es wiederfindest. Verbandszeug. Wenn uns die Bienen stechen, nehmen wir Schlamm aus dem Fluss, oder, George? Ja. Mom, kannst du dein Seminar nicht absagen? Ach, komm, es wird ein tolles Wochenende sein, auch ohne mich. Ich hab Vertrauen zu Dads mütterlicher Seite. Ehrlich? Hey. Hey, junge Dame. Was hast du da? Meine Insektensammlung. Deine was? Hey, du nimmst Ungeziefer mit? Nein, Daddy. Nein. Das sind Dixie und Donna, die Teppichkäfer. Mhm. Wanda, die Stabheuschrecke. Und das ist Ralph, die Raupe. Ja, Ralph, die Raupe. Ist ja toll. Dürfen die mit, bitte? Wir können doch Ralph, die Raupe, nicht allein lassen. Keine gute Idee. Nein. Tut mir leid. Ich hab's versucht. Die letzten Sonntage. Das wird ja ein einsames Wochenende für uns hier. Ich bring dir eine 6-Pfund-Forelle mit. Ja, aber keine gekaufte. Ich schmeck den Unterschied. Hey, Willy, hast du einen Moment Zeit? Klar. Cool. Wir müssen los. Wir fahren dann. Hey, etwas Geduld bitte. Kinder? Okay, okay. Komm her. Tschüss. Okay. Ein wunderbares Bild. Ja. Okay, los geht's. Auf Wiedersehen. Hey, Kinder. Seht ihr das? Erinnert ihr euch noch? Der Wasserfall, Daddy. Wir müssen anhalten. Ich will den Wasserfall ankommen. Wir können nicht anhalten. Wir sollten den Zeltplatz erreichen, bevor es dunkel ist. Hast du Missy schon die Geschichte von der Indianerprinzessin erzählt? Welche Prinzessin? Ach, komm, Dad. Das musst du. Dad, kommt, Kinder. Ihr wisst doch die Geschichte. Dad, jetzt erzähl nicht. Wir können nicht umkehren. Wir müssen anhalten. Die Antwort lautet nein. Vor langer Zeit lebte einmal eine Indianerprinzessin. Wie sah sie aus? Nun, sie war sehr hübsch. Welche Haarfarbe hatte sie? Wie deine. Soll ich dir jetzt die Geschichte erzählen? Okay. Also, diese Prinzessin war die einzige Tochter des ältesten Häuptlings. Und er war der Anführer eines großen Stammes. Doch eines Sommers verbreitete sich eine schreckliche Krankheit im ganzen Land. Sie war so heftig, dass selbst die stärksten Krieger krank wurden und zu sterben drohten. Alle Häuptlinge trafen sich, um zu beraten, was man tun könnte. Der Vater der Prinzessin erzählte von einer Prophezeiung. Die Krankheit könne nur aufgehalten werden, wenn die Tochter eines Häuptlings ihr Leben für ihr Volk opferte. Nach langer Beratung wussten alle, dass sie um ein solches Opfer nicht bitten konnten. Doch als die kleine Prinzessin von der Prophezeiung hörte, wusste sie, was zu tun war, denn sie liebte ihr Volk wirklich sehr. Still und heimlich kletterte sie dort auf den Felsen hoch. Und ohne zu zögern, sprang sie hinab. Der nächste Morgen war wie ein Wunder im ganzen Indianerlager. Alle Kranken standen gesund auf und jauchzten. Aber der Häuptling wusste, dass seine Tochter verschwunden war. Er wusste, was sie getan hatte. Das brach ihm das Herz. Aus seinen Augen liefen Tränen und er rief laut: Das Opfer meiner Tochter darf niemals vergessen werden. Der große Geist war so gerührt von seinen Tränen, dass er sein Gebet erhörte. Da begann plötzlich Wasser zu fließen, genau dort. So wurden die Multnomah Falls erschaffen. Fahren wir weiter. Ich sitz vorn. Noch etwas Geduld, bitte. Das hast du bei deiner Mama aufgeschnappt, hä? Seid vorsichtig am Wasser. Ja, Dad, ist klar. Hey, ich helfe ihm mal eben. Was hätten wir? Ich bin Mac. Emil, das ist meine Frau Vicky. Gehören die zu Ihnen? Ja, so ist es.
Unsere Kinder verstehen sich gut. Ja, und ich finde, das sollten wir auch, sonst lachen sie uns noch aus. Wir stehen da oben, wenn ihr nachher vorbeikommen und uns helfen wollt, die Marshmallows überm Feuer zu grillen. Das klingt gut. Sehr schön. Bis nachher. Und in der Früh, und in der Früh, sah ich den Bär, sah ich den Bär, ganz hoch da oben, ganz hoch da oben. Und in der Früh sah ich den Bär, einen großen, dicken Bär, ganz hoch da oben. Er sah mich an, er sah mich an, ich sah ihn an, ich sah ihn an, und lief nicht weg, und lief nicht weg. Ihr seid eine sehr nette Familie. Danke, ihr aber auch. Daddy, wir müssen noch zu Papa beten. Ich komme gleich. Papa? Ja, das ist der Spitzname meiner Frau für Gott. Das ist schön. Etwas zu vertraulich für meinen Geschmack, aber Daddy, die Kinder mögen es. Bin gleich wieder da. Weißt du, was meine Mom mir immer erzählt hat? Sie sagte, wenn ein Stern funkelt, wird im Himmel ein Gebet erhört. Wow. Papa hat heute wohl viel zu tun. Ja. Wieso musste sie sterben? Wer? Die Indianerprinzessin. Sie musste es ja nicht tun. Sie hatte sich dazu entschlossen. Und was sie getan hat, rettete den Stamm. Ist das eine wahre Geschichte? Das könnte sein. Manchmal entstehen Legenden aus wahren Geschichten. Aber Jesus' Tod ist keine Legende. Das steht in der Bibel, daher muss es wahr sein. Ist der große Geist ein anderer Name für Papa? Er ist ein Geist. Und er ist groß. Ja? Wieso ist er dann so gemein? Wie kommst du darauf? Der große Geist ließ die Prinzessin von dem Felsen springen. Und er hat Jesus am Kreuz sterben lassen. Ist das denn nicht gemein? Ich sag dir was. Wenn wir wieder zu Hause sind, hat Mom eine gute Antwort für dich. Daddy, muss ich auch mal von einem hohen Felsen springen? Nein. Nein, Süße. Du wirst nie von einem hohen Felsen springen müssen. Wenn Gott mich darum bittet? Nein. Er wird dich nie darum bitten. Okay. Gute Nacht, Daddy. Gute Nacht. Sie stellt gute Fragen, nicht wahr? Ja, das tut sie. Sie ist ein besonderes Mädchen. Ihr alle beide. Danke. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Schlaf schön. Missy, du musst jetzt zusammenpacken. Denkst du, die Prinzessin sollte rote oder blaue Stiefel haben? Kommt jetzt zurück! Daddy, rot oder blau? Was hat sie sonst noch an? Ein rotes Kleid, so wie meins. Ah, dann rote. Das ist sehr schön, Süße. Daddy! Guck mal her! Hör auf! Daddy! Josh! 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 Josh!
Hey, hey, mach's ruhig! Ich kriege nicht los! Missy! Hey, du kannst rauskommen. Allen geht's gut. Emil, hast du Missy gesehen? Nein. Könntest du bei euch nachsehen? Ja, wahrscheinlich ist sie bei meinen Töchtern. Alles klar. Wo ist sie, Dad? Sie muss hier irgendwo sein. Wir finden sie schon. Okay? Nicht da. Meine Töchter sind auch weg. Such du sie bei den Toiletten und Duschen oben, ich sehe dort nach. Okay. Missy! Emily? Entschuldigung, haben Sie da ein kleines Mädchen gesehen? Da war sonst niemand. Missy? Vicky! Ich hab sie gefunden! Wo ist Missy? Tut mir leid, Max, Sie haben sie auch nicht gesehen. Missy! Oh Gott! Missy! Oh Gott, bitte Gott! Wir müssen wissen, ob hier irgendetwas bewegt oder verändert wurde. Ist noch alles so, wie es war? Zuletzt saß sie dort. Ja. Was ist das? Dieser Marienkäfer mit der Nadel. Der gehört nicht Missy? Nein. Auf keinen Fall. Ich glaube, es kommen nur zwei Orte in Frage. Entweder am See oder am Berg. Ja, das stimmt. Okay. Gut. So sehe ich das auch. Das ganze Gebiet um den Berg. Würden Sie mir bitte sagen, wie es weitergeht? Es tut mir sehr leid, Mr. Phillips. Es gibt offenbar einen Kerl, hinter dem die Polizei seit Jahren her ist. Es wird vermutet, dass er mindestens 5 kleine Mädchen entführt hat. Denken Sie, der hat doch meine Missy entführt? Das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Wir haben einen möglichen Verdächtigen. Ein Mann in einem Geländewagen. Wir errichten in Joseph einen Einsatzstützpunkt. Over. Sag denen, dass wir in der Stunde dort sind. Mr. Phillips? Over. Holen Sie Ihre Kinder. Mr. Phillips, jeder Einzelne in diesem Raum macht sich Sorgen um Ihre Missy. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um sie wieder gesund zurückzubringen. Mom! Ist ja gut, ist ja gut. Ich bin jetzt so leid. Ich bin da. Es tut mir so leid. Hey. Ich habe sie nur für einen kurzen Moment aus den Augen gelassen. Sie war mit dem Boot umgekippt. Ich weiß. Liebling, das ist nicht deine Schuld. Mr. Phillips?
Sir, Suchtrupps haben den Wagen in den Bergen gefunden. Okay. Der Hubschrauber wartet, Sir. Meg, kommst du klar? Schaffst du das? Ja. Okay. Wir müssen los. Okay. Komm, Sir. Ja, klar. Hey, Mac, wir essen gerade zu Abend. Was soll das? Was? Soll das ein kranker Scherz sein? Du denkst, ich habe das geschrieben? Es geht um die Hütte. Unterschrift Papa. Wer sonst weiß das noch? Mac, darüber würde ich mir nie einen Scherz erlauben. Also, wo hast du den her? Der war in meinem Briefkasten. Jemand hat ihn da reingesteckt. Wer würde so etwas tun? Sollen wir zur Polizei? Zur Polizei und denen was sagen? Da lag ein Brief in meinem Briefkasten, es waren keine Spuren im Schnee zu sehen und unterschrieben war er von Gott? Da waren keine Spuren? Oh, vergiss es. Mac! Mac! Alles in Ordnung? Ja, ich bin nur gestern Abend auf dem Eis ausgerutscht. Lass mal sehen. Ach, ist schon gut, nur eine kleine Beule. Was ist das? Das ist was von der Arbeit. Wo ist Kate? Oh, die wird gleich reinkommen. Ich habe versucht, dich heute früh anzurufen. Ach ja, du musst richtig weg gewesen sein. Hey, Dad.
Dad, darf ich meine Hausaufgaben bei Ellie machen? Du siehst doch, was für ein Wetter draußen ist, oder? Ist bloß zwei Straßen weiter. Ein anderes Mal. Hey, du. Hey. Was? Ich wollte nur Hi sagen. Hi. Kann ich gehen? Ja. Wie war sie bei Arlene? So wie immer. Sie kommt kurz aus ihrem Schneckenhaus raus und dann zieht sie sich wieder zurück. Also, ich fahre mit ihr zu meinem Bruder dieses Wochenende. Er kennt einen Psychologen, zu dem wir gehen könnten. Ich dachte, du könntest vielleicht mitfahren. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist das Letzte, was sie will. Ich weiß nicht. Ich denke, es ist das Beste, ihr fahrt allein dahin. Ich ziehe mich um und erledige ein paar Sachen in der Stadt. Mac? Ja? Vergiss nicht, dass wir beide uns lieben. Und Sie wissen überhaupt nichts davon? Es ist keine Briefmarke drauf. Nein. Ohne Briefmarke tragen wir nichts aus. Wollen Sie Ihre Post haben, wenn Sie schon mal hier sind? Wozu brauchst du jetzt einen Geländewagen? Mac, komm schon. Wir sind so lange befreundet. Sei einfach ehrlich zu mir. Ist es wegen dieser Nachricht? Du denkst doch hoffentlich nicht daran, da wieder hinzufahren, oder? Weh. Hast du schon mit Nan darüber gesprochen? Nein, ich will sie nicht aufregen. Sie kommt gerade erst irgendwie klar. Hast du es mit Beten versucht? Ich will doch nur deinen Truck. Du weißt, dass das keine gute Idee ist, nicht wahr? Was wäre, wenn es wirklich der Kerl ist? Und er versucht, dich dorthin zu locken. Aus wer weiß was für Gründen. Das wissen wir noch nicht. Hast du schon mal an die andere Möglichkeit gedacht? Welche? Du denkst, das ist Gott? Du hast doch gesagt, da waren keine Spuren im Schnee. Vielleicht lag er schon ein paar Tage da und ich habe ihn nicht gesehen, keine Ahnung. Es ist eine verrückte Idee. Aber ich muss was unternehmen, das ist alles, was ich habe. Okay. Aber ich komme mit dir. Ja, klar, gut. Ich hoffe, es läuft alles gut mit ihr. Ja, und ich hoffe, mit dir läuft auch alles gut. Schätzchen, würdest du die kurz nehmen? Ja. Schickst du eine SMS, wenn ihr da seid? Hör zu. Ich weiß, dass du mit irgendwas zu kämpfen hast. Und ich verstehe es, dass du nicht weißt, wie du darüber sprechen sollst. Es ist nur, wir haben doch schon so viel verloren. Ich will dich nicht auch noch verlieren. Okay. Okay.
Zelt, Taschen, Essen, Gaslaterne, Schneeschuhe. Nur für den Fall. Wo ist deine Route? Ich wusste ja nicht, dass wir fischen gehen. Du solltest lieber was zu tun haben, wenn dir klar wird, dass ich völlig durchgedreht bin. Okay, ich hol das Angelzeug. Bist du? Ich bin hier. Komm raus. Du hast es uns sogar verwehrt, ihren Leichnam angemessen zu beerdigen. Thank you.
hierher geführt. Jetzt hast du nicht den Mut, dich zu zeigen. Was für ein Papa bist du nur? Ziemlich frisch hier draußen, was? Ich hab drin Feuer gemacht, wenn du dich aufwärmen willst. Komm mit, Mac. Da ist jemand, der dich gern sehen möchte. Mackenzie Allen Phillips. Junge, Junge, Junge. Sieh dich nur an. Kennen wir uns? Nicht besonders gut, aber das lässt sich ändern. Ich habe mich so darauf gefreut, dich endlich von Angesicht zu sehen. Kann ich dir die Jacke abnehmen? Und auch die Waffe. Wir wollen doch nicht, dass jemand verletzt wird, oder? Ich verstehe, das ist alles sehr verwirrt. Wir haben Verständnis dafür. Alles hier läuft zu deinen Bedingungen und nach deiner Zeit. Wie wäre es, wenn wir uns vorstellen? Ich bin Ilusha. Ich habe viele Namen, aber der gehört zu meinen Liebsten. Oh, wenn du möchtest, kannst du mich so nennen, wie Nan das immer macht. Du kennst Nan? Oh ja, sehr gut sogar. Heißt das, dass du... Das bin ich. Der ich bin? Ich bin, der ich bin. Sieh dir das an. Schon zitiere ich die Schrift. Meinen Sohn hast du schon kennengelernt. Schön, dich zu sehen, Mac.
Dein Sohn? Na klar. Und ich bin Sarah Yu. Sarah wie? Sarah Yu. Das bedeutet einfach nur Wind. Sehr schön. Und wer von euch ist... Ich bin es. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich dich liebe. Das ist schon in Ordnung, mein Junge. Lass es heraus. Wir alle sammeln etwas, das wir wertschätzen, nicht wahr? Ich die Tränen. Ja, gut. Es freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin gleich wieder da. Ich glaube, du hast das verloren. Ihr habt das geschrieben? Wir freuen uns so, dass du unsere Einladung angenommen hast. Du brauchst hier gar nichts zu tun. Du kannst tun, was du gern möchtest. Du kannst angeln gehen. Oder wandern. Sarah Yu im Garten helfen. Oder mit Papa in der Küche reden. Deine Entscheidung. Ich weiß, es ist viel auf einmal, aber... Du kommst schon zurecht, Mac. Ich bin gerade in der Werkstatt beschäftigt, falls du reinschauen willst. Okay. Erinnerst du dich an den Duft? Margrave. Das Parfum deiner Mutter. Sie liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Bin ich tot? Fühlst du dich denn tot? Du wusstest, dass ich kommen würde, oder? Aber natürlich. Stand es mir frei, nicht herzukommen? Ich habe kein Interesse an Gefangenen. Du kannst jederzeit direkt aus dieser Tür gehen. Wieso hast du mich hierher zurückgeholt? Weil du hier stecken geblieben bist. Trägst ein Kleid? Wie bitte? Naja, ich dachte immer, du hast einen weißen Bart. Das ist doch der Nikolaus. Nach allem, was du durchgemacht hast, dachte ich mir, mein Vater ist jetzt noch nicht das Richtige.
Hier, mach dich nützlich. Breit drücken. Falten und drehen. Das ist schon alles. Ich weiß. Da ist ein sehr breiter Graben zwischen uns, Mac. Du magst es nicht glauben, aber dich habe ich ganz besonders lieb. Ich möchte die Wunde heilen, die in dir klafft und auch zwischen uns. Es gibt keine einfache Antwort, die dir deinen Schmerz nehmen kann. Keine Schnellreparatur, die ewig hält. Das Leben erfordert etwas Zeit und viele Beziehungen. Viele Beziehungen? Du bist der allmächtige Gott, nicht wahr? Du weißt alles. Du bist überall, zu jeder Zeit. Und du hast grenzenlose Macht. Und trotzdem hast du meine kleine Tochter sterben lassen. Als sie dich am meisten brauchte, hast du sie allein gelassen. Ich habe sie nie allein gelassen. Wenn du der bist, der du behauptest zu sein, wo warst du dann, als ich dich brauchte? Mein Sohn, wenn du nichts als deinen Schmerz siehst, hast du mich aus deinen Augen verloren. Hör auf, in Rätseln zu reden. Wie kannst du sagen, dass du mir helfen willst, wenn du ihr nicht helfen konntest? Denn deinetwegen ist sie fort. Wenn du das nicht ändern kannst, werde ich nie frei sein. Die Wahrheit befreit jeden, Mackenzie. Denn die Wahrheit hat einen Namen. Er ist jetzt drüben in der Werkstatt voller Sägemehl. Die Wahrheit? Mhm. Die Geschichte kenne ich. Ihn hast du auch verlassen. Anscheinend hast du die schlechte Angewohnheit, jenen den Rücken zuzukehren, die du angeblich besonders liebst. Ich bin nicht der, für den du mich hältst. Er hat es selbst gesagt. Mein Gott, wieso hast du mich verlassen? Nein. Du hast das Geheimnis falsch verstanden. Denke ja nicht, dass das, was mein Sohn aus freiem Willen tat, für uns kein großes Opfer war. Liebe hinterlässt immer Spuren. Wir waren zusammen dort. Ich habe ihn nie verlassen. Ich habe dich nie verlassen. Ich habe auch Missy nie verlassen. Er ist wunderschön, nicht wahr? Erschaffen, um zu fliegen. Ihr dagegen wurdet erschaffen, um geliebt zu werden. Ungeliebt zu leben ist, als ob man einem Vogel die Flügel stutzt.
Durch Schmerz geschieht das mit uns. Wenn er nicht aufgelöst wird, vergisst du, wozu du erschaffen wurdest. Das wünsche ich mir für dich nicht. Deswegen bist du hier, Mackenzie. Das ist deine Flugstunde. Das Abendessen ist fast fertig. Dann hat Josh also jetzt seine Freundin. Du meinst Ari? Mm. Ich mag sie. Ich auch. Besonders ihr Lachen gefällt mir. Sie ist süß. Ja. Er kann immer noch nicht glauben, dass das hier real ist. Denkst du? Wie geht es eigentlich, Kate? Wir standen uns früher sehr nahe, aber... Oh mein Gott. Entschuldigung, ich meinte damit nicht... Nein, schon in Ordnung. Ich hab's ja gemacht. Es ist gut. Das war die beste Mahlzeit in meinem Leben. Wirklich. Im Traum oder sonst wo. Danke. Ich möchte euch was fragen. Ich habe euch von Josh erzählt, von Kate und Nan. Aber wenn ihr echt seid, wisst ihr doch schon alles, was ich sagen werde, bevor ich es überhaupt ausgesprochen habe. Ja, aber... Wir hören uns lieber alles, was du uns zu sagen hast, so an, als wäre es das erste Mal. Wir lieben es, deine Kinder durch deine Augen näher kennenzulernen. Ich spüle, du trocknest ab. Ach, ich bring das weg. Zeig Mac doch, was du in der Werkstatt machst. Willst du was sehen? Okay. Sieh dir den an. Das ist unglaublich. Ich weiß, dass ihr alle miteinander verbunden seid. Aber in deiner Nähe fühle ich mich am wohlsten. Wahrscheinlich, weil ich ein Mensch bin. Aber du bist doch auch Gott. Durch mich finden die Menschen am ehesten einen Weg zu Papa und Sarayu. Wer mich erkennt, erkennt sie auch. Ihr seid alle so unterschiedlich. Ilusha ist gar nicht so, wie ich es erwartet hatte. Und Sarayu? Oh Mann. Sarayu ist Kreativität. Aktivität. Der Atem des Lebens. Sie ist mein Geist. Liebe ist dazu bestimmt, in einer Beziehung lebendig zu sein, Mac. Das ist alles, was wir von dir wollen. Auch wenn du das so nicht siehst. Du stehst im Zentrum unserer Liebe und unserer Absichten. So wunderschön das alles hier auch ist, das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir in dir sehen. Das letzte Mal, als ich die Sterne so gesehen habe, da lag sie neben mir. Ich weiß.
Morgen, Mac. Magst du Neil Young? Den habe ich auch besonders lieb. Wie hast du geschlafen, mein Junge? Gut. Weißt du, Träume sind wichtig. Sie können ein Fenster aufstoßen und schlechte Luft rauslassen. Gibt es jemanden, den du nicht besonders lieb hast? Nein. Es ist mir nicht gelungen, einen zu finden. Ich glaube, so bin ich nun mal. Wirst du nie böse auf sie? Ja, klar. Welche Eltern werden das nicht? Das ist dann die Sache mit deinem Zorn, nicht wahr? Mein was? Dein Zorn. Ich kann dir nicht folgen. Ach, komm. Jeder weiß, dass du Menschen bestrafst, die dich enttäuschen. Nein. Ich brauche die Menschen nicht zu bestrafen. Die Sünde in sich ist eine Strafe. Auch wenn es dir schwerfällt, das zu akzeptieren. Weißt du, ich bin mitten in all dem, was du als Durcheinander wahrnimmst. Und tue alles zu deinem Besten. Und nichts anderes. Wie kannst du das sagen? Bei all dem Schmerz und Leid auf dieser Welt. Wie glaubst du, kann Gutes daraus entstehen, wenn ein kleines Mädchen von einem kranken Unmenschen ermordet wird? Du veranlasst zwar sowas nicht, aber du tust nichts, um es zu verhindern. Mackenzie, du suchst nach Erklärungen für deine Welt mit Hilfe eines sehr lückenhaften Bildes. Alles betrachtest du nur durch das Schlüsselloch deines Schmerzes. Der eigentliche Fehler in deinem Leben ist, dass du nicht verstehst, dass ich gut bin. Das bin ich. Und wenn du mich kennen würdest und wüsstest, wie sehr ich dich liebe, auch wenn du das nicht wahrhaben willst, würdest du erkennen, dass ich in deinem Leben nur zu deinem Besten wirke. Und dann würdest du mir vertrauen. Dir vertrauen? Warum sollte ich das? Meine Tochter ist tot. Du kannst noch so viel reden. Nichts könnte je rechtfertigen, was ihr angetan wurde. Suchst du nach dem Weg? Falls du wissen willst, wo dein Wagen ist, der steht da oben. Gleich hinter den Bäumen. Die hier könntest du allerdings brauchen. Danke. Nur um das klarzustellen. Wir rechtfertigen gar nichts. Wir würden dich gern heilen, wenn du es zulässt. Bevor du gehst, da ist etwas im Garten, womit du mir helfen könntest. Vor dem morgigen Fest. Was für ein Fest? Wenn du das erfahren willst, dann bleib hier. Schön verwildert. Du hattest an ein anderes Wort gedacht. Das ist ein ziemliches Durcheinander. Ja, genau. So wunderschön. Ich möchte hier morgen etwas ganz Besonderes anpflanzen. Um den Boden vorzubereiten, müssen wir alle Wurzeln ausgraben. Sonst wuchert alles nach und hindert das neue Wachstum. Aber das hier ist doch schön. Mhm.
kannst da drüben anfangen. Okay. Vorsichtig. Die ist tödlich. Was hat die hier zu suchen, wenn sie giftig ist? Du gehst davon aus, dass Gift schlecht ist. Aha. Allein würde der Saft aus diesem Trieb dich töten. Aber in Kombination mit dem Nektar dieser Blume entwickelt er plötzlich wunderbare Heilkräfte. Ich möchte dich was fragen. Wie sehr vertraust du auf deine Fähigkeit, Gut und Böse unterscheiden zu können? Das ist doch ziemlich offensichtlich. Und aufgrund wovon erkennst du, ob etwas gut ist? Wenn es mir weiterhilft. Oder den Menschen, die ich liebe. Und das Böse? Wenn es mir schadet. Oder es jemanden verletzt, der mir am Herzen liegt. Dann bist du also im Grunde der Richter. Ja, sieht so aus. Hast du dich je geirrt? Oder deine Meinung mit der Zeit geändert? Klar. Und es gibt Milliarden wie dich. Und jeder legt fest, was er für gut und böse hält. Aber wenn das, was du für gut erachtest, von deinem Nächsten für böse gehalten wird, dann entsteht Streit. Kriege brechen aus, weil alle darauf bestehen, wie Gott zu sein. Es war nicht so vorgesehen, dass ihr allein seid. Euer Leben sollte sein wie ein Gespräch unter guten Freunden. Was sagst du dazu? Ein Durcheinander eben. Ja, das ist es, Mac. Wild, wundervoll und auf dem besten Weg. Du bist dieses Durcheinander. Also, du hast dich entschlossen zu bleiben. Ich denke drüber nach. Sarayu kann sehr überzeugend sein, nicht wahr? Ich bin nicht klug genug, um das zu verstehen, was sie gesagt hat. Also, hast du Lust auf einen Spaziergang? Auf der anderen Seite des Sees ist etwas, das ich dir gern zeigen würde. Ich muss sie nur noch etwas zu Ende bringen, dann treffen wir uns unten. Du kannst das Boot nehmen, wenn du willst. Ich habe meine Angel drin gelassen, vielleicht hast du ja Glück.
Mac! Mac, es ist alles in Ordnung. Wieso tust du mir das an? Das bin ich nicht. Du hast gesagt, ich soll hier rausrudern. Mac, das alles geschieht in dir selbst. Komm schon. Du lässt dich davon auffressen, aber das brauchst du nicht. Nein, 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 nein. Atme tief ein und höre auf meine Stimme. Sieh nicht hin, Mac, sieh hierher. Missy! Denk nicht an die Vergangenheit. Denk nicht an den Schmerz. Sieh mich an. Alles wird gut werden. Sieh mich an. Vertrau mir, es kann dir nichts anhaben. Halte einfach meinen Blick fest. Atme. Gut, Mac. Ich gehe nicht fort. Jetzt steig aus dem Boot aus. Was? Du hast mich doch gehört. Das ist nicht witzig. Ich mach keine Witze. Du kannst das. Kann ich nicht. Allein kannst du es nicht. Ich gehe unter. Nein, Mac. Du stellst dir die Zukunft ohne mich vor, aber so eine Zukunft gibt es nicht. Ich hab dir versprochen, dich immer zu begleiten. Und ich bin da. Komm schon. Okay. Und los geht's. Und wie geht's dir? Ich hab noch Angst. Sieht aus, als hätten wir Gesellschaft. Sieh dir das an. Hast du den gesehen? Was für ein Prachtstück. Der ist über einen halben Meter lang. Ich versuche ihn schon seit Wochen zu fangen. Wieso befiehlst du ihn nicht einfach anzubeißen? Das würde doch keinen Spaß machen. Weißt du, du bist ganz anders als der ganze religiöse Kram, den ich gelernt habe. Religion? Religion macht zu viel Arbeit. Ich will keine Sklaven. Ich will Freunde. Eine Familie, mit der ich mein Leben teile. Und was ist mit den Regeln, die man befolgen soll? Um ein guter Christ zu sein? Ha? Überleg doch mal, Mac. Eigentlich bin ich gar nicht das, was man sich unter einem Christen vorstellt, oder? Nein, ich schätze nicht. Ist mir egal, wie man es sieht. Ich will nur, dass sich die Menschen verändern durch ihre Beziehung zu Papa. Und spüren, wie es ist, wahrhaftig geliebt zu werden. Ja,
Ich glaube, das habe ich nie gespürt. Zieh dir die Schuhe an, ich werde dir zeigen, wie das geht. Folge dem Pfad bis zu seinem Ende und dann geh einfach weiter. Du wirst nicht mitkommen? Mm-mm. Diesen Weg kannst du nur allein gehen. Hast du nicht gesagt, du würdest mich nie verlassen? Und das war mein Ernst. Vertrau mir. Vergiss nicht, was du gelernt hast. Ich werde genau hier auf dich warten. Hallo? Ist da wer? Entschuldigung, ich... Und du bist? Ich bin die Weisheit. Verstehst du, wieso du hier bist? Nicht so richtig, aber irgendwie gewöhne ich mich daran. Heute ist ein wichtiger Tag. Mit ernsten Konsequenzen. Du bist hier wegen des Gerichts. Das Gericht. Es hieß, ich sei nicht tot. Bist du auch nicht. Was soll das dann? Du glaubst nicht, dass Gott gut ist. Ist Missy sein Kind? Natürlich. Dann nicht. Ich glaube nicht, dass Gott seine Kinder besonders lieb hat. Wenn du das glaubst, komm, setz dich. Richte über mich von da oben aus. Über dich? Mhm. Hast du denn etwas zu beichten? Du weißt, was ich getan habe. Ja, aber du stehst gar nicht vor Gericht. Heute bist du der Richter. Was? Warum bist du überrascht? Du hast dein ganzes Leben damit zugebracht, alles und jeden zu beurteilen. Ihre Handlungen und ihre Motive. Als würdest du sie tatsächlich kennen. Du fällst vorschnell Urteile aufgrund der Hautfarbe, Kleidung, der Körpersprache. Wie ich gehört habe, bist du ein erfahrener Experte, Mackenzie. Setz dich. Na schön. Also, über wen soll ich richten? Es gibt doch sicher ein paar Leute, denen man die Schuld am Leid auf dieser Welt geben kann. Nicht wahr?
Aha, richtig. Wie wäre es mit den Egoisten? Den Gierigen? Denjenigen, die anderen etwas antun? Mörder? Drogenhändler? Terroristen? Schuldig? Ja. Was ist mit Männern, die ihre Frauen schlagen? Lass mich in Ruhe! Komm her, was hast du gesagt? Oder Väter, die ihre Söhne schlagen, um ihr eigenes Leid zu lindern? Hören wir auf damit. Soll dieser Mann verurteilt werden? Ja. Und du hältst gefälligst deinen Mund, hast du verstanden? Was ist mit diesem Jungen? Was soll mit ihm sein? Würdest du ihn verurteilen? Er ist ein Kind. Aber das hast du schon getan. Dieser Junge ist dein Vater. Ja, Sir. Nun. Was ist mit dem Mann, der Jagd auf unschuldige kleine Mädchen macht? Das reicht. Ist der Mann schuldig? Ich verdamme ihn in die Hölle. Und was ist mit seinem Vater? Der Mann, der ihn zu diesem abartigen Unmenschen gemacht hat? Den würde ich auch verdammen. Wo hört das auf? Reicht die Bürde, ein zerrissener Mensch zu sein, nicht ganz weit zurück bis Adam? Und was ist mit Gott? Ist er nicht dafür verantwortlich? Er hat all das in Bewegung gesetzt. Und besonders, da er die Folgen schon wusste. Soll ich es laut sagen? Er ist verantwortlich. Gott trägt die Schuld. Nun, da es dir so leicht fällt, Gott abzuurteilen, musst du eines deiner Kinder auswählen, das für ewig in den Himmel soll. Das andere geht in die Hölle. Das kann ich nicht. Du kannst was nicht? Ich bitte dich nur, etwas zu tun, von dem du glaubst, Gott täte es. Also, wer geht in die Hölle? Sag doch Kate. Sie hat eine Menge verletzender Sachen gesagt. Sie verschließt sich vor dir. Und du bist dir nicht sicher, ob sie dich überhaupt noch liebt. Oder entscheide dich für George. Er war ungehorsam. Hat sich rausgeschlichen. Dich angelogen. Wusstest du das nicht? Mackenzie, triff deine Wahl. Ich mach das nicht mehr mit. Ich kann das nicht. Du kannst was nicht? Ich kann nicht. Ich will nicht. Du musst. Das ist kein Spiel. Du musst aber. Weißt du was? Das ist nicht fair. Du musst. Das ist nicht fair. Ich kann nicht. Nimm mich. Ich gehe stattdessen. Ich nehme ihren Platz ein. Nimm mich, bitte. Ich gehe an ihrer Stelle. Lass meine Kinder in Ruhe und nimm mich. Mackenzie, du hast entschieden, dass deine Kinder es wert sind, geliebt zu werden. Selbst wenn es dich alles kostet. Nun kennst du Papas Herz. Was
Was ich nicht begreife, ist, wieso Gott Missy lieben kann und sie so einem Grauen aussetzen konnte. Sie war unschuldig. Ich weiß. Hat er sie geholt, um mich zu bestrafen? Denn das ist nicht gerecht. Sie hat es nicht verdient. Meine Frau und meine Kinder haben das nicht verdient. Nur ich vielleicht, denn ich habe... So siehst du also Gott, Mackenzie. Kein Wunder, dass du ertrinkst in deinem großen Schmerz. Gott ist nicht so. Das war nicht Gottes Werk. Er hat es nicht verhindert. Er verhindert vieles nicht, was ihm Schmerz verursacht. Was mit Missy passiert ist, war das Werk des Bösen. Und niemand in deiner Welt ist dagegen gefeit. Du wünschst dir ein Leben ohne Schmerz. Ja. Ja. Das gibt es nicht. Solange es in diesem Universum einen Willen gibt, dem es freisteht, Gott nicht zu folgen, bahnt sich das Böse seinen Weg. Es muss einen besseren Weg geben. Er ist da. Aber zu dem besseren Weg gehört Vertrauen. Ich will nicht mehr Richter sein. Sie kann dich nicht hören. Kann sie mich sehen? Nein. Aber sie weiß, dass du hier bist. Geht's ihr gut? Besser, als du dir vorstellen kannst. Hat sie mir verziehen? Was denn? Ich konnte sie nicht retten, nicht rechtzeitig für sie da sein. Missy denkt das nicht. Und auch nicht Nan oder Papa. Es ist Zeit, loszulassen. Wie war es? Furchtbar. Und wunderschön. Ich bin sehr stolz auf dich, mein Freund.
sehen. War nicht meine Idee. Das funktioniert besser, wenn wir es zusammen machen. Zeit, Sonne zu tanken. Schätzchen, du hast ja gar keine Ahnung, was ich im Moment alles erledige. Papa. Ja, Mackenzie? Ich war ungerecht zu dir. Entschuldige. Ich hatte keine Ahnung. Schon gut. Das liegt jetzt in der Vergangenheit, wo es hingehört. Vielleicht können wir gemeinsam weitergehen ohne all das. Das würde ich gern. Danke, dass ich Missy sehen durfte. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Ich kann die Freude gar nicht beschreiben, die ich empfunden habe, euch zusammen zu sehen. Und Missy ist ein besonderes Mädchen. Oh ja. Jetzt hast du es verstanden. Ich kann das unglaublich Gute auch aus unfassbaren Tragödien entstehen lassen. Doch das bedeutet nicht, dass ich diese Tragödien hervorrufe. Nach all dem Schlechten, das ich dir gegenüber empfunden habe, wieso bemühst du dich dann noch um mich? Weil das die wahre Liebe ist. Ich verstehe noch immer nicht, wie Beziehungen funktionieren. Und du liebst mich trotzdem? Menschen sind manchmal solche Idioten. Hat Gott mich gerade einen Idioten genannt? Wenn du dich angesprochen fühlst? Jawohl, falls du dich angesprochen fühlst. Mach dich frisch, Mac. Ein großartiger Abend steht bevor. Würde mir jemand erklären, wohin wir gehen? Sieh dich um, Mackenzie. Und vergiss nicht, die Reise zu genießen. Da sind wir. Das ist alles? In deinen Augen. Nur heute Abend möchten wir, dass du etwas von dem siehst, was wir sehen. Papas Kinder aller Sprachen und Stämme und Nationen. Was du als Persönlichkeit und Gefühl bezeichnest, nehmen wir als Farbe und Licht wahr. Was ist denn mit dem da los? Wieso wendet er sich uns zu? Er wendet sich dir zu. Thank you.
das? Alles tut mir so leid. Ich war blind und konnte dich nicht sehen. Ich konnte niemanden sehen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich hatte Angst. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Mein Sohn, ich verzeihe dir. Du bist der Vater geworden, der ich nicht sein konnte. Und ich bin so stolz auf dich. Kannst du mir jemals verzeihen? Wieder, mein Sohn. Ja. Gehen wir nach Hause. Mac, wach auf. Es wird Zeit, dass wir aufbrechen. Papa. Guten Morgen, mein Sohn. Du nimmst mich auf den Arm, oder? Oh, immer. Für das, was wir heute tun werden, brauchst du einen Vater? Wohin gehen wir? Wir sind fast da. Was wir hier erledigen müssen, wird für dich sehr schmerzhaft sein. Bitte nicht. Mein Sohn, wir sind auf einem Weg der Heilung, um diesen Teil deiner Reise abzuschließen. Du willst, dass ich ihm verzeihe? Mhm. Er hat meine Tochter getötet. Ich will ihm wehtun. Ich will, dass er leidet. So wie ich gelitten habe. Ich will, dass du ihn leiden lässt. Das weiß ich. Aber auch er ist mein Sohn. Und ich will ihn befreien. Ihn befreien. Er soll brennen in der Hölle. Also willst du jetzt wieder Richter sein? Dann lässt du ihn einfach so davonkommen? Niemand kommt jemals einfach davon. Alles hat seine Konsequenzen. Was er getan hat, war grauenvoll. Ich bitte dich nicht darum, zu entschuldigen, was er getan hat.
Ich bitte dich darum, mir zu vertrauen, dass ich das Rechte tun werde und weiß, was das Beste ist. Und was dann? Vergebung bedeutet nicht, eine Beziehung zu schaffen. Es geht nur darum, den Griff zu lockern. Meg, der Schmerz in dir frisst dich auf. Er raubt dir die Freude und lähmt deine Fähigkeit zu lieben. Ich kann nicht. Du steckst nicht fest, weil du es nicht kannst. Du steckst fest, weil du es nicht willst. Das nicht alleine zu tun. Ich bin hier bei dir. Ich weiß nicht wie. Sprich es einfach laut aus. Mackenzie, du bist die reine Freude. Ich bin noch wütend. Natürlich bist du das. Niemand lässt alles sofort los. Du musst es womöglich 1000 Mal machen, bevor es irgendwie leichter wird. Aber das wird es. Lass uns gehen. Wir bringen Missy nach Hause.
Ich hab dich nach Hause gebracht. Bitte, bitte. I don't know where you're going, but I'll meet you there. I can't blame you for leaving, but it's still not fair. And when I don't know what to say, I sing about you. Now I don't know what to do now that you're not here. I don't know how to love, don't know how to feel. When I don't want to believe, I'll believe in you. I'll believe in you. Dem Leichnam gut, das heilende Wasser fließen zu lassen. Es sind deine Tränen, Mackenzie. Wir haben sie gesammelt seit langer Zeit. It's all I can do. I don't know what to think. I think about you. Bitte schön. Danke. Mackenzie, da ist etwas, das du dir überlegen müsstest. Du kannst hier bei uns bleiben. Oder nach Hause zu Nan und deinen Kindern gehen. Wie du dich auch entscheidest, wir versprechen dir, immer bei dir zu sein. Was wird mit Missy? Wenn du hier bleibst, sehen wir sie schon heute Nachmittag. Wenn du gehst, lässt du sie hier bei uns. Aber nur vorerst. Und was will sie? Sie würde dich heute sehr gern sehen. Aber sie lebt an einem Ort, wo es keine Ungeduld gibt. Daher macht es ihr nichts aus, noch etwas zu warten. Alles während meiner Zeit hier war so ungewöhnlich. Wieder zu Hause, gehe ich zur Arbeit. Versuche, ein guter Mensch zu sein. Meine Familie zu leben. Keine Ahnung. Spielt es überhaupt eine Rolle? Aber natürlich. Mac, du bist wichtig. Und ebenso alles, was du tust. Jedes Mal, wenn du jemandem mit Liebe begegnest oder verzeihst, mit jeder liebenswürdigen Tat, wandelt sich das Universum zum Besseren. Wenn irgendwas wichtig ist, dann ist absolut alles wichtig. Dann möchte ich nach Hause.
Tja. Dürfen wir dich um etwas bitten, bevor du gehst? Ja, alles. Kate braucht dich. Sie gibt sich die Schuld an Missys Tod. Du hattest mit deiner eigenen Schuld zu kämpfen. Aber die Zeit der Schuldzuweisung ist vorüber. Wenn ich zurückgehe, sollt ihr weiterhin zu meinem Leben gehören. So war es immer. Ich bin immer da. Ich werde immer bei dir sein. Das ist gut. Denn ich habe euch ganz besonders lieb gewonnen. Ich mag dich, Mac. Oh, wie schön. Mac? Hey. Mac. Hey. Hey, mein Freund. Du bist wach. Wo bin ich? Du bist im Krankenhaus. Wo ist Papa? Ich hol den Arzt und die Familie. Okay. Willy, sie war da. Wer, Mac, war wo? Ich will mit Kate reden. Hey, oh, nein. Hey, bleib liegen. George, ich will Ihnen was erzählen. Sie sind hier, die Schwester holt Sie gerade. Sie sitzen in der Cafeteria. Was ist passiert? Oh Mann, dich hat ein 40-Tonner erwischt. Gestern? Nein, Freitag. Gleich nachdem du einfach abgehauen bist. Das ist unmöglich. Ich war das ganze Wochenende in der Hütte. Bis dahin hast du es nicht geschafft. Doch, ich bin da gewesen. Ich war da. Okay. Hey, du hast so einiges zu verkraften, ja. Ich hab Gott gesehen. Papa lässt dir ausrichten, dass er dich besonders lieb hat. Alles ist gut. Hey. Hey.
Es geht ihr dort sehr gut. Sie ist glücklich. Sie ist wunderschön. Sie ist so wunderschön. Hey, Cem. Hey, komm her. Du bist stark. Ich weiß, dass es zwischen uns in letzter Zeit nicht besonders gut lief. Ich hatte mich so in meiner eigenen Trauer verloren, dass ich dir nicht über deine hinweghelfen konnte. Das tut mir wirklich sehr leid. Das alles ist nicht deine Schuld. Ich hätte nicht aufstehen dürfen in dem Boot. Sieh mich an. Denk nicht an die Vergangenheit. Es wird alles gut werden. Ich weiß, wie es sich anfühlt, so eine Last wie deine mit sich herumzutragen. Und ich fange auch erst an zu lernen, wie man das alles loslassen kann. Und ich hoffe, das ist etwas, das wir zusammen lernen können. Ganz egal, was du alles durchstehen musst, du musst es nicht alleine tun. Ich hab dich so lieb. Ich hab dich auch lieb, Dad. Ich hab dich sehr lieb, Kate. An jenem Nachmittag erzählte Mac Nan alles. In den nächsten paar Wochen ging es Mac schon sehr schnell besser. Sicherlich werden sich einige Leute fragen, ob sich alles wirklich so zugetragen hat, wie in Macs Erinnerung. Oder ob überhaupt etwas derartiges geschehen ist. Ob sie es glauben, ist allein ihre Sache. Doch die Veränderungen, die ich jeden Tag an meinem Freund beobachte, sind für mich Beweis genug. Hey, Billy sagt, die Barsche beißen gut. Er gibt mir $10, wenn ich einen Fünffinder rausfische. Leicht verdientes Geld. Hast du auch eine Angel für mich? Such dir eine aus.
Falls du dein Glück versuchen willst, habe ich auch eine für dich. Oh, alles klar. Die große Traurigkeit ist fort. Mac erlebt fast jeden Tag mit einem tiefen Gefühl der Freude. Er lebt großzügiger als die meisten. Er verzeiht rasch und bittet selbst noch rascher um Verzeihung. Dad! Er ist wieder wie ein Kind geworden. Vielleicht wie das Kind, das er nie hatte sein dürfen. Er bewahrt sich sein neu entdecktes Vertrauen und Staunen. Und es würde mich nicht überraschen, wenn Mac ab und zu mal seine Schuhe auszieht. Nur um zu sehen, ob... Nun, Sie wissen schon.